So, einen wunderschönen guten Morgen. Erster Talk am Tag 3. Dafür ist der Saal eigentlich sehr voll. Ich bin positiv beeindruckt. Alle Emax-User, heben wir mal alle 3 Hände, bitte. Gut, also du weißt, womit du zu tun hast. Dann würde ich sagen, dann machen wir einfach gleich mit dem Talk weiter. Ich begrüße ganz herzlich den Rohib mit Text, Plain Text, die unerträgliche Leichtigkeit des Seins. Herzlich willkommen. Moin. Moin Moin. Ja, für die Emacs-User gleich eine Enttäuschung. Ich bin Vim-User, wie man es vielleicht erkennen kann. Aber das soll hier auch gar nicht Thema sein, weil auch für Vim gibt es gute Keybindings, genau. Und gute Plugins. Prinzipiell ist dieser Talk eigentlich unabhängig von dem eingesetzten Editor, ob es nun Vim, Emacs, Nano oder Ed ist. Ist eins, weil Plaintext ist für alle gleich, sag ich mal. Und fangen wir an. Wer bin ich überhaupt? Man kennt mich unter dem Namen Rohib oder im Social Networks auch unter Daniel Bucher. Auf Twitter gucke ich nicht so oft rein, aber auf dem Fediverse auf Chaos Social findet ihr mich sehr viel häufiger inzwischen. Und wenn ihr Fragen per E-Mail absenden wollt, bitte. Ich bin früher mal Student gewesen, bin jetzt seit nicht allzu langer Zeit in der freien Wirtschaft tätig sozusagen, in einer kleinen Firma, die mir sehr gefällt. Und diese Firma hat angefangen mit Kernel-Hackern. Also der Chef selber hat sich irgendwann mal selbstständig gemacht und dann wurden es immer mehr Kernel-Hacker. Und da Kernel-Hacker ja so ihre Eigenschaften haben, wie sie gerne arbeiten, also gerne halt mit Code möglichst und auch Versionierung in Git und Dropbox und so, das wird da einfach gar nicht angesprochen. Und OpenOffice, was ist das? Und wenn unsere Kunden uns Dokumente schicken, dann versuchen wir die möglichst nicht lange aufzubehalten, sondern es in unser Format zu gießen sozusagen. Und da kommt eigentlich diese Denke von diesem Plaintext, habe ich so mitbekommen irgendwie jetzt in den letzten 2 Jahren. Und das gefällt mir eigentlich sehr gut, weil das so zu diesem Hacker-Workflow sehr gut passt, wenn man sein Büro sozusagen auch so einrichtet, wie man es von der anderen Arbeit sozusagen, von der Produktivarbeit schon gewohnt ist. Ne? Genau, und ich habe nebenher auch ein bisschen in unserem Hackerspace angefangen, ein Protokoll-Workflow aufzusetzen, so für Mitgliederversammlungen und damals, als ich noch im Vorstand war, die letzten 7 Jahre, auch für Vorstandssitzungen und habe da immer mal wieder hin und her probiert, was da sich so eignet. Und ich glaube, die Essenzen aus diesen 7 Jahren versuche ich jetzt mal hier so darzustellen. Vielleicht überspringe ich mal das Kapitel, wo ich mit M4 rumgespielt habe. Das, das ist okay, aber man muss sehr viel denken dabei und man kann sich eigentlich nicht auf das Wesentliche konzentrieren, nämlich eigentlich seinen Text schreiben. Genau. Jeder guter Talk fängt mit einer Definition an. Was ist eigentlich Plaintext? Wir haben hier die ganz einfache Definition, einfach menschenlesbarer Text ohne Informationen über die Darstellung, also keine Formatierung, kein sonst was, keine Zeichen, die nicht ASCII 32 bis 126 sind, also 32 ist das Space. Dann kommen hier die paar Sonderzeichen, dann die Zahlen, dann noch ein paar Sonderzeichen und dann die ganzen Buchstaben. Und 7e, 0x7e ist dann das DEL, was allgemeinhin nicht als Plaintextzeichen angesehen wird und eigentlich auch nicht als solches in Dokumenten vorkommen sollte, außer ihr habt euer Terminal vergriechskandelt oder so. Und naja, genau. Und das ist sozusagen das Plain ASCII, was heutzutage ja auch immer noch von Mailern unterstützt wird, 7-Bit ASCII sozusagen, wo immer alles drauf runtergerendert wird, aus historischen Gründen.
Dann haben sich natürlich über die Zeit mehrere andere Encodings darauf draufgesetzt, so zum Beispiel diese ganzen ISO-Encodings 8859, 1.15, was man da hat, 7 ist, glaube ich, noch verbreitet, egal. Nehmen alle dieses ASCII und machen es halt zu einem 8-Bit-Format, also indem sie das erste Bit weiterverwenden. Über Windows sprechen wir lieber nicht. Aber dieser Talk ist natürlich auch für Windows-User ganz geeignet, wenn sie einen Editor haben. Und der ganz heiße neue Scheiß seit 1992 Unicode hat uns sehr viel Fluch und Segen gebracht mit Right-to-Left-Markers und Emojis. Ich würde Unicode einfach so erstmal auch als Plaintext bezeichnen. Falls man es benutzen will, kann man es benutzen. Ich benutze es sehr gerne. Auch Emoji, ja. Auch wenn mein Terminal sie manchmal sehr schlecht rendert. Aber auch Emoji. Genau, und ja, ich habe das gerade schon gezeigt, hier in so einem Editor wird das meist so in Monospace dargestellt. Dicken gleicher Text, also alle Zeichen stehen schön untereinander. Und in Abgrenzung dazu sind es halt die Office-Formate, die man so als LibreOffice oder so MS Office-Benutzer kennt, die halt wirklich ein Binärdatenformat sind, die man halt nicht einfach mal so in einem Texteditor aufmachen kann und da drin editieren kann. Genau, und Binärdaten wie JPEGs, PNGs, was auch immer. Wobei, da muss ich sagen, es gibt ja auch Bildformate, die man sehr schön mit einem Editor betrachten kann, zum Beispiel PNM. Es kommt so aus der Xorg-Welt. Ich habe leider gerade kein Beispiel, aber es fällt mir gerade so ein. Basiert auch im Prinzip auf Zeichen. Genau. Ah ja, das habe ich vergessen. Genau, CRLF und Vertical Tab. Was meinst du? CR ist was? Ja, stimmt, hast recht. Für die Windows-Leute braucht ja keiner. Bitte. genau, die CRLF und Vertical Tabs sind zwar nicht in diesem ASCII-Bereich, den ich gerade angesprochen habe, aber sind natürlich für Line Index essentiell. Wenn wir schon dabei sind. Okay. Ja, wobei sie halt XML in GZIP sind, oder ZIP in dem Fall. Ne? Und da hast du immer das Problem, dass du eigentlich prinzipiell erst einmal auspacken musst und dann noch das XML verstehen musst. Du kannst zwar XML als User selber schreiben, würde ich mal sagen, aber ich würde es der durchschnittlichen Gemeinde hier nicht zutrauen und mir auch nicht. Was anderes. Ein Beispiel für Plaintext ist zum Beispiel so ein Textdokument. Ich habe mal ein Beispiel mitgebracht, mit dem wir arbeiten können, die Datenschutzgrundverordnung. Und hier sieht man halt schon, alles ist schön eingerückt am Anfang, damit es schön aussieht, damit man es direkt so auf den Lineprinter werfen kann. Die Überschriften sind schon zentriert, vorzentriert. Und die Listenpunkte sind auch 1 und 2 und nicht so, wie man es jetzt in HTML zum Beispiel erwarten würde, als Listenpunkte definiert und dann automatisch durchnummeriert werden. Apropos Lineprinter, wenn man an sowas wie Lineprinter denkt, dann fällt da ja auch meistens immer Plaintext raus oder Schreibmaschinen oder so, was man früher hatte. Und hier sieht man halt genau dieselben Herangehensweisen, dass man hier den Absatz einrückt, indem man die Space-Taste drückt zum Beispiel oder hier dementsprechend rechts ausgerichtete Daten, indem man halt vorher auch möglichst viel entweder Tab oder Space drückt. Und wir sehen auch keine Grafiken hier drin oder so. Das Höchste, was es gibt, ist hier vielleicht mal eine Unterstreichung, die man übrigens mit der Unterstrich-Taste früher gemacht hat. Falls noch jemand eine Schreibmaschine besitzt oder sie irgendwann mal benutzt hat, weiß das vielleicht. Genau. Und insofern würde ich mal sagen, ist Plaintext eigentlich so seit es Schreibmaschinen gab, das herkömmliche Datenformat gewesen, auch wenn es damals noch nicht maschinenlesbar sozusagen, also das war damals noch kein Thema, weil man es einfach nicht brauchte, sondern es war halt Human Interface sozusagen, nicht das Machine Interface.
Genau. Und da findet man auch gleich einige Vorteile dabei, weil dieses Plaintext ist halt sehr, wie ich schon sagte, in diesem Hacker-Workflow sehr leicht zu benutzen und die Menschen, die es benutzen wollen oder bearbeiten wollen, können es einfach bearbeiten in einem Texteditor und brauchen nicht irgendeine spezielle Software dafür. Und man kann es halt auch leicht versionieren und zum Beispiel irgendwie in ein Git oder ein Subversion oder das Versionskontrollsystem der Wahl packen, irgendwie Patches per Brieftaube würde auch gehen. Ein Patch sieht zum Beispiel dann so aus, ich glaube, ich unterfordere hier manche, wenn ich hier von Patches erzähle, weil sie wahrscheinlich tagtäglich damit arbeiten. Wenn ich zum Beispiel hier so eine Rechtschreibkorrektur machen will und die Grundrechte durch wirkliche Grundrechte austauschen will, kann ich das in einen Patch verpacken und muss nicht die ganze Datei immer irgendwo hinschieben und .final.v2 nennen. Und ja, ihr kennt die Vorteile von Versionskontrollsystemen. Und was das nächste ist, was mit Versionskontrollsystemen kommt, ist halt die Versionierbarkeit, die Synchronisierbarkeit. Wenn man irgendwie ein gemeinsam genutztes Git für seine Dokumente benutzt, kann man auch mit mehr als einer Person gleichzeitig darin arbeiten. Wenn jetzt irgendwie zwei Leute zufällig die gleiche Stelle in diesem Text angefasst haben, dann kommt es halt zu einem Merge-Konflikt oder einem Versionskonflikt, den man halt manuell beheben muss in dem Fall, aber da Hacker sowas sowieso tagtäglich machen und Leute, die mit Git arbeiten und 50 Kernel-Branches nebeneinander pflegen müssen, ist das kein Thema für die, außer vielleicht ein bisschen nervig, aber besser als alles andere, würde ich sagen. Also Binärformate, die eine Datei aufmachen, die andere Datei gleichzeitig aufmachen, visuell gucken, was sich verändert hat, möglichst keine Fehler machen. Also da ist mir Text schon lieber. Und die meisten Versionskontrollsysteme machen ja auch hier diese schönen Marker rein. Beispielsweise, wenn jetzt jemand hier die, was wir vorhin hatten, eben den Patch, Grundrechte mit dem D versehen hat hier, den Typo gefixt hat und hier hinten ein insbesondere ist hier unten mit einem E auch richtig. Das wurde halt in dieser Version, in der unteren Version repariert und das andere wurde in der oberen Version repariert und da der Kontext in diesem Teil halt diese andere Zeile jeweils beinhaltet, muss man halt manuell mergen. In dem Fall würde man einfach die oberste Zeile von der obersten Version und die untere Zeile von der untersten Version nehmen. So. Worauf spielst du an mit gleich lang? Hätte man jetzt irgendwie einen Fehler behoben, der dazu geführt hat, dass zum Beispiel das Grund in die nächste Zeile rutscht? Ach so, ja. Kannst du nur für den Stream zusammenfassen? Genau, wenn man jetzt eine Zeile umgebrochen hätte, weil sie zum Beispiel über die 80-Zeilen-Grenze hinaus lang geworden wäre in der einen Version, dann wäre es natürlich ein etwas haarigerer Konflikt. Deswegen bin ich eigentlich auch Verfechter von Semantic New Lines. Das heißt, was jetzt hier nicht der Fall ist, weil ich hier mitten in einem Wort zum Beispiel getrennt habe, Grundfreiheiten. Aber Semantic New Lines ist sozusagen an der Stelle, wo ein Satz zum Beispiel zu Ende ist, eine neue Zeile anfangen oder wo ein Halbsatz irgendwie neu anfängt vor einem Und zum Beispiel oder nach einem Komma oder so halt einen Zeilenumbruch machen, damit es halt bei solchen Dokumenten nicht zu solchen Konflikten kommt, wo man nachher die Zeilen auf 80 Zeichen umbrechen muss und dadurch wieder Merge-Konflikte verursacht. Genau, diese Dokumente sind ja sehr schön jetzt, so als Mensch kann man die ganz gut lesen, aber wenn man die so ein bisschen weiterverarbeiten will, dann hat man da vielleicht so ein paar Probleme mit. Deswegen fängt man meist an, irgendwie Text mit Struktur zu versehen, aber auch trotzdem auf dieser ASCII- oder Unicode-Plaintext-Ebene, indem man halt sich so ein Schema ausdenkt, irgendwie so ein bisschen Markup oder so vielleicht, und dadurch versucht halt die Vorteile wie oben weiter zu benutzen, Versionierbarkeit und Synchronisierbarkeit durch Version Control und halt auch, dass Menschen es leicht bearbeiten können. Aber trotzdem, damit es nachher irgendwie leicht von Tools lesbar ist und damit die Tools da auch vielleicht so ein bisschen was mit anfangen können, wenn man das weiterverarbeiten will. Und ich würde mal sagen, die Struktur hilft einmal diesen Tools halt
und andererseits halt auch den Menschen, die diese Dokumente lesen, meistens. Genau. Und das Ziel davon ist halt, nie wieder seinen Lieblingseditor zu verlassen müssen oder seine Shell, weil die guten Editoren haben ja sowieso alles eingebaut. Genau, so ein einfaches Format wäre zum Beispiel CSV. Kennt, glaube ich, jeder von euch. Comma Separated Values oder in dem Fall DSV, Delimiter Separated Values mit einem Semikolon. Ich habe hier mal ein CSV aus unserem Hackerspace von der Finanzbuchhaltung genommen und die Zeilen sind hier einfach durch ein Semikolon getrennt. Und ein Tool kann sozusagen eine Tabelle einfach zurückparsen, indem es halt diese Semikolons durch, ja, diese Semikolons findet im Prinzip. Ich habe ja kurz ein kleines Python-Skript mitgebracht, was das tut. Im Endeffekt öffnen wir einmal unsere Datei, lesen die Zeilen einmal in dieses Array hier oben ein, in dieses Array Lines, gehen dann einmal über jede Zeile drüber und splitten die aktuelle Zeile an einem Semikolon auf und packen das in unser Cells Array. Und im zweiten Schritt können wir einfach über dieses Cells Array, über die Zeilen und die Spalten darüber iterieren und eine HTML-Tabelle draus machen, indem wir hier noch die erste Zeile als Header mitnehmen zum Beispiel. Und die Ausgabe sieht dann entsprechend so aus. Und wenn ein Tool das parsen will, dann geht das recht einfach. Haarig wird es dann, wenn man irgendwie so sein Delimiter-Zeichen irgendwie in den Spalten selber benutzen will. Da gibt es aber auch Möglichkeiten, so wie Quoting oder so. Aber da muss man sich dann später mit befassen, wenn es auftritt. Genau. Was habe ich denn als nächstes hier? Ah ja, wir gehen mal wieder zu unserem Beispiel zurück, das wir vorhin hatten. Dieses hier, wo ich ja schon gesagt hatte, dass das die Struktur quasi in dem Plaintext drin ist, in dem die Zeilen eingerückt sind oder die Listenpunkte entsprechend vornummeriert sind in diesen Klammern hier. Wir versuchen einfach mal mit einem Skript dieses Dokument zu parsen. Auch wieder ein Python-Skript mitgebracht. Ich würde das jetzt einfach mit Regexes machen, indem ich auf jede Zeile einmal drauf gucke, ob sie mit einer Klammer anfängt, in der eine Nummer steht und danach, also mehr als eine oder eine Nummer, und dann eine schließende Klammer hat, dann einen Space und dann etwas Beliebiges bis zum Zeilenende. Wenn das der Fall ist, dann hole ich mir hier diesen ersten Match, der hier geklammert ist. Das wäre in dem Fall der Part nach dem Listenpunkt sozusagen. Merke mir, dass ich gerade in einer Liste bin und merke mir das als mein aktuelles Item. Und wenn eine Zeile mit so vier Spaces anfängt, also wir haben ja eben gesehen hier, die sind alle schön eingerückt hier, damit sie mit dem Listenpunkt abschließen. Und wenn die Zeile damit anfängt, dann ist das offensichtlich ein Listenpunkt, der weitergeht und ich tue ihn an das aktuelle Item dran. Genau, und so gehe ich dann drüber und habe nachher ein Array von meinen zwei Listenpunkten, die ich hier in dieser Datei drin hatte. Das ist so eine Strategie, die man anwenden kann, zum Beispiel Regexes darauf zu werfen, also reguläre Ausdrücke. Und ich würde mal sagen, man kann eigentlich in 90% der Fälle sogar HTML mit Regexes erschlagen, wenn man weiß, wie das HTML formatiert ist. Und man muss da eigentlich keinen SGML-Parser oder XML-Parser draufwerfen, wenn man weiß, wonach man sucht. Das ist natürlich nicht das Generische, aus jedem XML oder aus jedem HTML eine Struktur darstellen. Dafür braucht man halt stärkere Parser, aber weiß nicht, irgendwie so eine API von, keine Ahnung, was hatte ich letztens, Last.fm oder so? Letztens ist auch schon wieder 7 Jahre her. API von Last.fm parsen ist halt, ja, es sieht halt immer gleich aus, die Struktur ist gleich, da stehen halt nur andere Platzhalter drin sozusagen, ne? Und das kann man relativ gut halt mit regulären Ausdrücken dann erschlagen, sag ich mal.
Poor man's HTML Parsing, ja. Gut. Und das wäre so ein Beispiel, wie bei uns die To-Do-Listen aussehen. Also wir haben für jedes Projekt so ein Dokument, wo To-Dos drinstehen, die noch getan werden müssen. Und in dem Fall wäre das jetzt ein Arbeitspunkt, der getan werden muss, zum Beispiel den Bootloader, Barebox in dem Fall, auf die Version 2014 zu updaten, 2014.01. Steht hier oben halt in der ersten Zeile als Header drin. Das hat eine Task-Nummer, die immer aufsteigend vergeben wird oder beziehungsweise pro Kapitel. Priorität ist dann immer, ja, wir schicken das dem Kunden und der sagt mal, welche Tasks gerade für ihn wichtig sind. Und dann pflegen wir das zurück über Tools. Und an diesem Arbeitspunkt wird auch gerade gearbeitet, das sieht man durch diesen Punkt hier. Und dieser Arbeitspunkt hat irgendwie Subtasks, nämlich einmal den Bootloader zu updaten, dann irgendwie die remaining, die anfallenden Patches, die noch über sind, irgendwie an Upstream zu schicken. Also ja, gucken, dass halt möglichst alles Upstream landet, damit man nicht selbst pflegen muss sozusagen, ne? Seinen Aufwand. Und dann hier noch ein bestimmtes Reset-Issue, was vorher aufgetreten ist, irgendwie zu reproduzieren und dann nötigerweise das auch zu fixen. Und dieser Arbeitspunkt hier, den Bootloader-Update, ist der schon erledigt, deswegen steht hier ein X drin. Und das Reset-Issue, das hat der Fridolin Tux hier versucht zu reproduzieren und hat darunter geschrieben, er kann das nicht reproduzieren, deswegen hat der Fix hier auch ein Minus und das ist sozusagen abgesagt. Jo. Erstmal Fragen dazu? Gut, okay. Hier unten stehen dann noch so weitere Informationen, so wie Estimates, also wie Schätzungen, wie lange man für diesen Task sozusagen brauchen würde. Und all dies kann man halt prinzipiell eigentlich über regexis erschlagen, sage ich mal. Ne? Also man muss da so ein bisschen State einbauen. Also zum Beispiel, jeder Task fängt hier oben mit so einem in Spalte 0 sozusagen mit einer Klammer an. Und dann muss man so ein bisschen State einführen und danach halt die einzelnen Subpunkte parsen oder vielleicht auch die Beschreibung vorher noch hier, was hier eigentlich getan werden soll. Dann guckt man nachher hier nach dieser Zwischenüberschrift hier Objectives oder so oder Estimates. Genau, und dann, wenn man da ein entsprechendes Tooling für hat, dann kann man da auch ganz einfach, relativ einfach eine Abschätzung machen, was noch so in diesem Projekt getan werden muss, halt aufgrund dieser Informationen hier. Das zweite wäre so ein Beispielkalender von diesem Fridolin Tux, der bei uns arbeitet. Oben steht erstmal, wem dieser Kalender gehört. Ein paar Trenner zur visuellen Übersicht halt, die sind nicht wichtig, weil, also wie gesagt, man soll ja als Mensch auch schön sich darin zurechtfinden können. Hier unten ist der Kalender mit den Tagen aufgeschlüsselt und was an diesem Tag getan werden soll hier. Zum Beispiel ist für den Montag hier dieser Task 060.030 aufgeplant. Und diese Ressourcen, wie wir sie nennen, sind halt hier in Spitzenklammern und die normalen Tasks an dem Tag, die man noch erledigen muss, werden halt jetzt in so eckigen Klammern wie vorher auch erledigt. Und wenn sie nachher nicht abgehakt werden, dann wandern sie am Ende der Woche hier oben in die Altlasten und dann hat man sie nochmal so als Backlog sozusagen, um zu gucken, was da noch so eigentlich zu tun ist. Genau. Und auf diesen Kalender kann jetzt jeder draufschreiben und einen Termin eintragen und ein Git-Commit und ein Push, beziehungsweise bei uns ein SVN-Commit machen. Und so machen wir im Prinzip kollaborative Kalender. Und bisher hat es relativ gut funktioniert. Jo. Sonst noch Fragen bisher? Prüft ihr ein bisschen die Syntax? Das sind ja ganz viele verschiedene Spalten.
Jetzt kommt sie mir nicht mehr aus. Wenn du nach Fragen fragst. Das ist jetzt ganz viel verschiedene Syntaxvarianten mit verschiedenen Trennzeichen, Strichen, Spitze, Klammern, Plus, sonst was. Macht ihr eine Syntaxprüfung, wenn sich jemand vertippt hat, dass das nachher nicht hinten raus in dem Parser dann irgendwie sich zerstückelt und zerhackt, wenn es umsortiert wird? Es gibt eigentlich keine Syntaxprüfung. Es gibt Syntax-Highlighting im Editor. Also die meisten Editor haben sowas ja relativ einfach nachpflegbar, auch für die eigenen Dinge, die man sich so überlegt. Syntax in dem Fall würde dann halt auffallen, wenn es nicht mehr parst, aber dann wird es halt einfach ignoriert. Und falsch oder falsch gepasst wird, ja. Ich glaube, die Syntax ist auch einfach genug, dass man sie halt als Mensch immer richtig macht oder so. Und wirklich Syntax-Highlighting hilft einem dabei schon vielen, aber so ein Syntax-Checker in dem Fall findet jetzt bei uns nicht statt. Außer bei Stundenzetteln zum Beispiel. Stundenzettel sind bei uns auch einfach Delimiter Separate Values und da wird dann wirklich gecheckt, ob die Kostenstellen, auf die man bucht, existieren und ob die ganzen Zeiten so parsbar sind. Das passiert alles in einem Commit-Hook auf dem Server halt. Ne? Sowas könnte man halt zum Beispiel auch machen. Genau. Gut, bin ich schon soweit durch. Was viele vielleicht auch kennen, ist vielleicht Markdown. Ich glaube, da muss ich gar nicht zu sehr drauf eingehen. Oder kennt jemand Markdown nicht? Der Lyra kennt keinen Markdown? Okay, gut. Dann skippe ich da noch kurz drüber und möchte eigentlich Pandoc erwähnen, weil Pandoc und Markdown sehr gut zusammengehen. Pandoc ist ein Tool, was in Haskell geschrieben ist, aber das ist eigentlich nicht wichtig, weil man es einfach ausführt und es ist so die eierlegende Wollmilchsau für alles Mögliche, was mit Markup zu tun hat, nämlich Restructured Text, HTML. Es kann sogar DocX lesen und schreiben. Ich glaube, lesen kann es sogar auch noch, oder schreiben kann es sogar auch noch PowerPoint-Dateien, wenn man mal irgendwie Slides machen will. Achso, diese Slides sind übrigens auch aus Pandoc gefallen, was ihr vielleicht vorhin also ich habe ja vorhin dieses Fenster hier gezeigt, das ist der Quelltext dazu. Genau, und es ist erweiterbar über Filter, das heißt, man kann sich so in diesen Syntaxbaum, den Pandoc intern parst, reinhängen und da selbst irgendwie Transformationen drauf machen. Es gibt da zwei Projekte in Python, die einem das abnehmen, dieses Parsing von diesem Syntaxbaum. Und das Lua und Haskell ist einfach integriert in Pandoc schon. Haskell, weil es halt nativ in Haskell geschrieben ist. Und Lua, weil es halt sehr leichtgewichtig einzubetten ist. Und in dem Fall würde ich jetzt sozusagen einmal das Dokument hier einlesen. Hier slides.md Markdown einlesen und das zu JSON konvertieren und das dann durch meinen Filter hier pipen, einfach durch eine Shell-Pipe-Syntax sozusagen. Und dieser Filter arbeitet dann auf diesen JSON-Daten und transformiert sie um und im nächsten Schritt pipe ich das wieder in Pandoc rein und lasse ihn dieses JSON wieder in mein Output-Format, in dem Fall lade ich umformatieren, genau, zurücksetzen, umsetzen. Ja, also der Standardanwendungsfall für mich ist halt Markdown schreiben und danach PDF mit Präsentationen bekommen. Und es geht auch sehr gut, wenn man halt irgendwie einfach nur ganz normales PDF als Seite haben will, also DIN A4 oder so zum Ausdrucken haben will. Das läuft halt bei Pandoc alles über LaTeX. Es rendert das Markdown dann halt in LaTeX und einmal durch PDF-LaTeX durch. Wenn man da ein bisschen Gehirnschmalz reinsteckt oder eins von den vordefinierten Templates benutzt, die Pandoc anbietet, dann kann man da auch relativ schön ansehnliche Dokumente rausbekommen. Und man muss halt kein LaTeX schreiben, also man kann trotzdem LaTeX schreiben. Zwischendrin, wenn Pandoc halt in dem Markdown merkt, dass es halt einen LaTeX-Befehl erkennt, dann reicht es ihn halt direkt durch. Aber den ganzen anderen Kladderadatsch, den man in LaTeX halt machen muss, irgendwie so begin itemize backslash item und
Das muss man halt alles nicht machen, weil die die Markdown-Listen halt sehr schön einfach von der Hand gehen sozusagen. Ne? Genau, dieser Syntax-Tree kann man sich mal einmal durchlesen, wenn man will, aber im Endeffekt ist das sozusagen die interne Repräsentierung in Pandoc, wie es auch die Haskell-Typen sozusagen intern darstellt. Und man kann die vielleicht erkennen, dass da oben so ein Header ist, der irgendwie so einen Link-Title hat, damit man ihn anspringen kann. Dann hat er hier, this is Markdown-Document, dazwischen diese Spaces immer, damit Pandoc weiß, wo es trennen muss, die Zeilen umbrechen muss und so. Irgendwie so ein Paragraph, dann eine Bullet-List mit ein paar Items. Das Ganze gibt es auch noch sehr viel unlesbarer als JSON. Und ich bin sehr froh, dass Tools mir diese Arbeit abnehmen. Geht das eigentlich mit Pandoc auf andersrum aus LaTeX, Restructured Text zu machen oder Markdown? Lass mich kurz... Ja, ich kann diese Frage kurz beantworten, indem ich hier das Terminal größer mache. Also, was Pandoc lesen kann, ist dies. Da steht bestimmt irgendwo LaTeX drin. Also kann ich auch LaTeX reinreichen und es in Markdown konvertieren? Ja. Es kann auch Markdown nach Markdown konvertieren. Das heißt, wenn du deinen Markdown schön formatiert haben willst, kannst du es einmal durch Pandoc pipen und dann ist es schön. Und als Output-Format ist hier halt alles mögliche andere drin. Also Output-Formate sind meist mehr als Input-Formate, weil man sie halt einfach durch so ein Template irgendwie mit Platzhaltern ersetzen kann. Ja, es ist schon eine ganze Weile. Verschiedene Markdown-Dialekte sind da auch mit drin, hier so irgendwie GitHub-Flavored Markdown oder irgendwie Common Mark oder so. Weil wir noch ein bisschen Zeit haben, kann ich da gleich drauf eingehen. Es gibt so eine ganze Reihe von Extensions, die Markdown, die man in Markdown in Pandoc an- und ausschalten kann. Also zum Beispiel hier so Smart Typography oder sowas oder wie man seine Header definieren will. Also wenn man zum Beispiel die Moment, ist das hier? Finde ich jetzt gerade nicht. Vielleicht habe ich... Ah, hier genau. Man kann die Header ja einmal so in Markdown mit diesen Hashes am Anfang definieren oder halt wie in Restructured Text auch mit diesen Unterstrichen. Und das kann man außen einschalten. Nachher, wie man seine... Weiß nicht, wenn man seine Tabellen strukturiert haben will, alles Mögliche. Und da kann man auswählen. Es ist sehr flexibel. So. Wo waren wir eigentlich stehen geblieben? Ach ja, richtig, Pandoc. Ich würde einmal so einen Lua-Filter kurz erklären. Mein Anwendungsfall war halt, wie gesagt, vorhin schon, dass ich Mitgliederversammlungsprotokolle oder Vorstandsprotokolle halt in Markdown einfach ohne viel Overhead irgendwie definieren kann und sie dann nachher schön gerendert werden sozusagen. Das muss ich mir kurz wieder zurückgehen. Ich habe mir die folgende Syntax ausgedacht, diese Doppelpunkte in Markdown in Pandoc Markdown sind halt wie die Diffs in HTML sozusagen und man kann ihnen Klassen geben. Das heißt, in diesen geschweiften Klammern steht jetzt die Klasse drin, die dieses Diff haben soll, in dem Fall Klasse Word, damit ich es wiedererkenne. Und ich nehme einfach die erste Zeile hier als Titel, Entlastung des Vorstands für das Jahr 2019. Das ist etwas, worüber abgestimmt wird und dahinter halt in so Kurzsyntax die Pro, Contra und Enthaltungen. Also 19 Pro-Stimmen, 0 Kontra-Stimmen, 6 Enthaltungen und darunter weiterer Text für diese Abstimmung halt. Der Lua-Filter sieht sehr einfach aus. Wenn ich mir das einmal in, das habe ich jetzt gar nicht drauf, wenn ich mir das einmal in diesem Syntax-Tree angucke, dann würde diese drei Doppelpunkte halt in so ein Diff-Element gerendert werden.
Und in Lua kann ich einfach diese Funktion diff nennen, dann wird sie jedes Mal ausgeführt, wenn ein diff-Element gefunden wird, und das diff-Element in diesem Syntax-Tree wird da halt reingereicht als Parameter. In dem Fall gehe ich jetzt einmal durch dieses Element durch und gucke, ob diese Klassen, die ich oben reinreiche, was hier dieses wäre, ne, Vote beinhaltet, und das ist hier ja der Fall, deswegen mache ich hier weiter. Hole mir einmal aus dem Content sozusagen, also der Content ist sozusagen in dem Fall eine Liste von weiteren Blöcken, die in diesem Div drin sind. In dem Fall wären es zwei Blöcke, weil hier einmal ein Paragraph ist und hier unten einmal ein Paragraph. Dadurch, dass sie so durch eine Leerzeile getrennt sind, weil Leerzeile sind ja in Markdown halt Paragraphentrenner, Absatztrenner. Hole mir den ersten, auch wirklich den ersten, weil Lua fängt bei 1 an zu zählen. Das ist, verwirrt manche immer so ein bisschen, wenn sie von C kommen. hole mir davon den ersten Block, das wäre diese erste Zeile oben mit dem Titel. Und stringify die, das heißt, alles, was da drin ist, dieses ganzen Spaces, die da zwischen den einzelnen Strings drin sind, mache ich wieder zu einem String zurück und habe nachher im Endeffekt wieder diese Zeile, wie sie hier steht, in dieser lokalen Variable drin. Und dann werfe ich da wieder ein Regex drauf. In Lua sehen die Regexes etwas anders aus, aber man muss sich einfach nur merken, dass die Prozentzeichen in Lua das sind, was die Backslashes in Perl-Regexes sind. Also ich gucke hier nach beliebigen Dingen, capture die, dann suche ich eine öffnende Klammer und darin eine Zahl, dann ein Pipe, dann noch eine Zahl, ein Pipe, noch eine Zahl und eine schließende Klammer. Das wäre sozusagen der Match, der Regex für diesen Part hier, ne? Und die erste Capture Group hier matcht einfach alles bis hierhin von vorne der Zeile. Genau, und tu mir die einzelnen in meine Variablen rein, dass ich nachher hier so ein Subject habe, das im Endeffekt die Überschrift ist, dann die Anzahl pro, kontra und neutrale Stimmen. Und dann muss ich wieder ein Pandoc-Element zurückgeben sozusagen, und in dem Fall wäre das ein Paragraph, der halt einmal diesen Titel sozusagen enthält, und ein zweiter Paragraph, der halt die Informationen über die Abstimmung enthält. Und dann als drittes halt den, ja, im Prinzip alle anderen, beziehungsweise den zweiten Paragraph, der hier noch als weiterer Text oben drin steht. Und wenn ich das einmal da durchschicke, dann sieht es so aus. Und wenn ich will, kann ich da jetzt halt noch auf dem Pandoc-Syntax-Tree einfach den Text so umformen, wie ich es nachher haben will in meinem Dokument, ob ich da irgendwie in LaTeX irgendwie eine Minibox reinbauen will und sie zentrieren will und einen Rahmen drum machen will, könnte man alles da reinbauen. Ja, und das funktioniert soweit über Regexes. Ja, Fragen? Wenn du ein Bild einbauen willst, es gibt mehrere Möglichkeiten. Ich glaube, ich habe hier auf meinen Folien ASCII-Art. Ja, entweder ASCII-Art, genau, oder du nimmst einfach Markdown-Syntax dafür, also ein Ausrufezeichen und gefolgt von einem Link, der auf ein Bild zeigt. Und Formate, die das können, die können es auch einfach rausrendern. Du kannst dir einen Lua-Filter bauen, mit dem du direkt in so einem Codeblock vielleicht Sprache deiner Wahl, vielleicht Dot oder so, einbetten kannst, und das wird dann automatisch durchgerendert. Die Möglichkeiten sind vielfältig. Aber alles, was so JPEG und PNG und vielleicht auch PDF beinhaltet, das kannst du einfach mit dieser Link-Syntax machen oder Image-Syntax in Markdown. Mhm.
Ja. Ja, Anmerkung dazu, ich habe meine komplette Masterthesis mit Pandoc Markdown geschrieben und Bilder über SVG-Bob gerendert, alles mit Make orchestriert, gibt es auf GitHub als Template, falls da jemand Interesse an sowas hat. Wenn ich schon da bin, danke schön. Ja. Hier noch ein paar Links, falls ihr Fragen habt, die durch diese beiden Links erklärt sind. Ansonsten, ja, das wäre jetzt die letzte Slide. Also noch so als Zusammenfassung, wir haben ja jetzt gesehen, was die Vorteile sind und wie man das parsen kann, einmal durch Regexes und einmal durch Pandoc-Filter und dass die Struktur dabei hilft, Informationen aus diesen Dokumenten rauszuziehen. Ja, und das wäre es von meiner Seite. Ist das schön, Sprecher, die überpünktlich fertig werden. Wir haben 15 Minuten für Fragen und 20 Minuten fast für Fragen und Antworten. Das heißt, wenn ihr noch da bleibt, dürft ihr noch mit Mikro fragen. Wir haben hier oben schon eine. Ja. Hi. Eine Frage, hast du das mal mit Sphinx verglichen? Also diese Pandoc-Toolchain mit Sphinx? Ich habe mit Pandoc angefangen zu arbeiten und wurde dann durch meine Arbeit halt auch auf Sphinx hingewiesen. Sphinx ist meiner Meinung nach sehr viel besser für so HTML geeignet. Also das PDF, was da dabei rausfällt, ist so ein bisschen seltsam. Und ich habe stehe ein bisschen auf Kriegsfuß mit Restructured Text, deswegen. Also ich muss immer überlegen, welche von den vielen Link-Syntaxen ich jetzt verwenden muss, ob ich Doppelpunkt Ref oder Doppelpunkt sonst was. Das ist bestimmt alles historisch gewachsen, das sehe ich ein, weil Sphinx ja auch auf Doc-Utils aufbaut. Aber ich bin da nie so richtig warm mit geworden, deswegen bin ich bei hauptsächlich für private Sachen zumindest bei Pandoc und Markdown geblieben. Ich sehe ein, dass Restructured Text sehr viel bessere Syntax hat, um so sich seine eigenen Elemente sozusagen zu definieren über diese Roles, glaube ich, heißen sie, ne? Die mit Punkt, Punkt anfangen. Das finde ich sehr schön, ja. Ich habe leider noch nichts Ähnliches irgendwie in Markdown gefunden oder in anderen Sprachen, außer wenn man jetzt vielleicht direkt LaTeX darauf werfen würde. Das geht natürlich direkt, dass man sich seine Commands so definiert, wie man sie haben will. Da muss ich sagen, das finde ich sehr schön in Restructured Text, aber ja, die Nachteile überwiegen, finde ich gerade. Hast du schon mal irgendwas im Plaintext gemacht und dann so nach stundenlangen Kämpfen so gesagt, ach, hätte ich doch nur ein strukturierteres Format genommen? Ich glaube nicht. Ich glaube, das ist mir noch nicht passiert, nee. Nichts, was er mit einem Set nicht hätte lösen können. Genau. Entschuldige. Anmerkung zu der Sache eben, bei ASCII-Doc, beziehungsweise ASCII-Doktor heute, gibt es auch so Rollen. Das heißt, da kann man ähnliche Tricks wie mit Restructured Text machen. Danke. Du nochmal. Für Leute, die gern ihre Ausgaben tracken, gibt es plaintextaccounting.org. Ja, das wollte ich eigentlich erwähnen, genau. Hammergeil. Gibt auch dann ein Frontend, das praktisch das Ganze in eine Webseite gießt und man da schöne Graphen bekommt und so. Aber generell erstmal alles in Git und so. Hammergeil benutze ich seit Jahren und ist super. Ja. Und es gibt auch eine ganze Community um andere Tools, so Sachen wie Bookmarks verwalten oder ja, was auch immer man sich ausdenken mag. Und es gibt sogar einen Browser, falls da jemand freakig genug ist, praktisch in Plaintext zu browsen. Wir sind ja im Web nur wegen der Inhalte. Bitte was? Nein. Ich kann das nochmal hier drauf werfen. Huppala. Plaintext Accounting. Hier unten gibt es, glaube ich, ein bisschen Übersicht. Cheat Sheet ist gut. Also die größten Dinge, die es für Plaintext Accounting gibt, ist einmal Ledger.
CLI, damit hat es, glaube ich, alles angefangen. Es ist inzwischen auch 10 Jahre alt, es ist in C++ geschrieben und die Entwicklung ist gerade so ein bisschen eingeschlafen, glaube ich. H-Ledger ist auch wieder ein Haskell-Projekt und BeanCount ist das Python-Pendant dazu. Die haben alle so ein bisschen ihre eigene Syntax, aber grundsätzlich arbeiten sie halt beide, alle drei mit diesem Gedanken. Also das wäre hier so eine Buchung, wie sie in, glaube ich, Ledger jetzt aussehen würde, mit einem Datum und einem Account. Ein bisschen größer machen. Ja, ich habe gerade schon überlegt, ob das groß genug ist. So. Im Endeffekt nimmt man sich so Konten sozusagen als, weiß nicht, Verwendung von Geld, Buchungsklassen oder so, wie man sie nennen würde in Deutsch. So eine Buchung in Ledger muss halt immer balancieren. Ne? Das heißt, auf der einen Seite muss ich 20 Euro irgendwo hinbuchen oder 20 Dollar in dem Fall, auf der anderen Seite muss ich 20 Euro irgendwie wegbuchen. Deswegen werden hier 20 Euro auf das eine Konto gebucht und von dem anderen Konto 20 Euro abgezogen. Und darauf aufbauend gibt es halt Auswertungs-Commands, die Ledger macht, Balances und einmal so eine Übersicht, was man ausgegeben hat, genau. Wenn wir gerade schon bei Empfehlungen sind, ich fand dein Beispiel mit dem Kalender schon ganz beeindruckend, aber es gibt auch ein Plaintext-Kalender-Tool, das nennt sich Remind, das ist ganz furchtbar zu googeln bei dem Namen. Okay. Es gibt aber ein Debian-Package und sonst was, das glaube ich genauso heißt. Und da kannst du halt auch quasi in Plaintext Kalendereinträge machen, auch mit solchen Sachen wie Wiederholung, weil niemand von uns möchte gerne iCal-Kalenderfiles selber schreiben. Been there, done that. Ja, genau. Genau, das ist das. und du kannst da ziemlich wilde Dinge machen. Also irgendwie sowas wie, ja, dieser Termin wiederholt an jedem 5. Samstag im Monat, außer wenn Ostern länger als 3 Tage her ist oder so irgendwas. Also ja, das ist, ja. Und du kannst es in iCal konvertieren und was auch immer. Dazu muss ich sagen, unser Kalender im Hackerspace in Strato 0 ist auch einfach eine Media-Wiki-Tabelle. Er macht nächstes Jahr einen Talk. Ja, ich merke auch schon, sorry, ich schon wieder. Ich will zu Remind kurz anfügen. Ich habe das eine Zeit lang verwendet. Ich will eine Warnung aussprechen für Leute, die eventuell mit anderen Leuten auch noch interagieren auf den Daten. Das Tool ist so mächtig. Also wenn ihr euch 100% sicher seid, dass nur ihr die Daten seht, alles gut. Aber in dem Moment, in dem ihr irgendwie iCall-Files vielleicht mit Freunden teilen wollt oder das Ganze irgendwie synchronisieren für euer Android, iCall ist einfach nicht mächtig genug, um das abzubilden, was Remind abbilden kann. Okay. Und man läuft da in lustige Dinge rein und fängt sich da eventuell Pain ein. Deswegen sehr genau überlegen, ob man so ein mächtiges Tool einsetzen will. iCall ist ja sowieso eine Katastrophe, aber... Eine kurze Nachfrage zu Remind. Wie schwer ist denn das mit Synchronisierung für CalDAV? Also wenn man das versuchen würde? Ich habe noch eine Frage zu der Pandoc nach PDF-Konvertierung. Hast du schon mal probiert, damit ein ausfüllbares, ankreuzbares PDF zu generieren? Geht es? Ich denke, im Endeffekt würde dieses Problem reduziert werden auf, ich suche mir ein LaTeX-Paket, was sowas kann. Aber ja. Nee, habe ich noch nicht ausprobiert. Er macht Formulare im Textfile, das ist. Haben wir sonst noch Fragen? Ja? Ich sehe schon, ich seh da zwei Kandidaten für Talks nächstes Jahr. Also vielleicht nochmal zu der Remind-Nachfrage von eben. Ja, ja. Wenn du einmal du hast schon recht, wenn du diesen Weg einmal eingeschlagen hast, dann kommst du da so schnell nicht mehr raus. Und Synchronisierung mit anderen Leuten ist immer schwierig. Du kannst deinen Kalender publishen, aber in die andere Richtung wird es haarig. Genau, die andere Frage, die ich hätte, wäre, gerade was diese Tasks und Kalender und sowas angeht, da habt ihr jetzt quasi eure eigenen Formate erfunden. Die sind so gewachsen, ja. Ja, genau. Wie wäre es,
Wäre es eine Alternative oder warum macht ihr nicht sowas, dass man sagt, ich schreibe das jetzt in YAML meinetwegen, macht dann Tasks Doppelpunkt und packt dann ein YAML-Syntax-Dinge drunter, weil dann habt ihr halt fertige Parser für sowas. Gibt es da Gründe, warum ihr das nicht nehmt, weil das so gewachsen ist? Oder das ist eine gute Frage. Ich glaube, YAML ist einfach jünger als dieses Format. Ansonsten habe ich da keine Antwort drauf. Es wäre natürlich sinnvoll, weil YAML auch sehr einfach zu schreiben ist, das stimmt. Ich würde vielleicht auch sagen, so diese Tasklisten, die wir da haben, sind sehr viel besser lesbar, weil sie halt diese schönen Kreuzchen und leere Felder, leere Boxen sozusagen gleich sichtbar haben. Das ist vielleicht noch so ein Vorteil gegenüber YAML, wobei man das bestimmt auch in YAML so machen kann, dass man halt seinen YAML entsprechend, also die Key-Value-Paare sozusagen entsprechend nochmal durch einen Python parsen lässt. Oder du nimmst einfach ein iCal für die To-Do-Listen und schreibst in Python, dass dir das dann als Textfile genauso in dem Format rausgibt und die Sache ist erledigt. Oder du verwendest TaskWarrior oder also. Ich glaube, wir sollten nächstes Jahr so einen Text-Tool-Track so für Kalender, To-Dos. Reicht was ein. Du hast jetzt wahnsinnig viele tolle Tools präsentiert und eigene Formate, was man sich so alles neu erfinden kann. Vielleicht so noch ein Hinweis, wenn man einen richtigen Editor hat. Da gibt es so einen Org-Mode für. Auf diesen Hinweis habe ich gewartet, da habe ich, keine Ahnung von. Ich selber verwende nur den Editor im Textmodus und keinen Org-Mode, aber das ist sehr beeindruckend, was da alles geht. Mit Kalendern, mit To-Do-Listen. Ein Freund von mir hat über 10 Jahre lang sein Labor und Tracking-Sheet damit geführt, macht automatisch Kundenabrechnung für Kundenprojekte mit Kalender, mit Spreadsheets, mit Berechnung. Ja. Man kann alles in LaTeX reinschmeißen. Also geht vielleicht nicht alles super toll, aber es ist alles in einem Ding und man kann den Emacs auch booten mit init gleich user bin Emacs. Ich spreche über Editor, nicht Betriebssystem. Ja, ich kenne auch Leute, die sich mit Org Mode heißt es nicht Org wie das Eiche Org Mode in Emacs sehr viel das Leben leichter gemacht haben, ja. Aber es ist halt auf Emacs zugeschnitten leider. Vielleicht so auch als Anekdote für einen Use Case, den ich hatte für Plaintext. Ich habe eine Inventur-Datenbank gemacht für meine Wohnung, weil ich irgendwie irgendwann festgestellt habe, dass ich irgendwie gerade das 5. HDMI-Kabel gekauft habe und ich die Dinger immer nicht finden konnte und habe dann halt angefangen, meine ganzen Schubladen durchzugehen und als ich das irgendwann auch so mal erzählt hatte, irgendwo im Internet in so einem Forum, meinte auch jemand, oh geil, was hast du denn da gemacht? Hast du irgendwie SQL oder was? Oder nee, ein Textfile. Ja, genau. Also ich habe dann halt ich schreibe dann halt auf einer Zeile, ist halt ein Item und da schreibe ich das dann halt in ganz vielen Varianten, damit ich dann irgendwann später in grep nur einen Begriff reinwerfen muss. Also da steht dann halt dann wie HDMI-Kabel, HDMI-Anschlusskabel, Mail-to-Mail und vielleicht noch ein paar andere Wörter, die mir irgendwie eingefallen sind, als ich das irgendwie inventarisiert habe. Und vorne steht dann eine Beschreibung so als kurzer Code, wo das ist. Also das HDMI-Kabel zum Beispiel wäre jetzt in FM3.1, wenn ich es mich richtig erinnere. Also im Flur, in der Malmkommode, in der Schublade 3, im Fach 1. Ja. Und das ist halt so runterstrukturiert, ne? Das heißt, ich kann auch gleich gucken, was ist alles im Flur gelagert. Ja, dann suche ich halt nach Hütchen F, also halt Regex mit am Anfang der Zeile suchen. Und ich habe dann noch sowas gemacht, dass ich, während ich durchinventarisiere, so denke so, ach guck mal, das ist ja eigentlich Müll, den könnte ich mal wegschmeißen. Dann mache ich mir auch gleich so einen Markierer ran, das gehört in Garbage, also halt so hier Pfeil G. Ja. Und dann kann ich dann irgendwann danach suchen und dann mal die 20 Items zusammensuchen, die ich eigentlich schon lange mal irgendwie zum Wertstoffhof schaffen wollte, weil dann immer sonst die Hälfte fehlt oder die ich mal wie auf eBay Kleinanzeigen reinstellen will. Genau, und so für kleine Datenmengen ist es halt total ausreichend, da muss man keine SQL-Datenbank aufsetzen. Und ich hatte auch schon überlegt, ob ich die Buchführung bei uns im Space mal auf so ein Format umstelle, aber das lass mich noch kurz erwähnen, Ledger kann auch beliebige Items tracken. Das heißt, du kannst sagen, ich habe 5 HDMI-Kabel von, weiß nicht, Eingang nach Flur Malmkommode gebucht. Was mich das jetzt ist ursprünglich mehr, so für Aktien gedacht. Was mich mehr interessiert, wie oft hast du jetzt diese Garbage Collection schon gemacht? Weil das klingt eher so nach einem Prokrastinationsprojekt. Ja.
ich kenne das ja von mir. Also ich, so, haben wir noch Fragen? Aber ich sehe schon, wir haben ganz, ganz viele Themen fürs nächste Jahr. Ihr werdet da ganz viele Talks einreichen. Dann brauche ich ja mal nichts über Kommandozeilen machen. Ich finde ja, das super. Ja, genau. Gut. Ja, wenn es sonst keine Fragen mehr gibt, würde ich sagen, noch einmal einen ganz, ganz großen Applaus und vielen herzlichen Dank. Ja, vielen Dank euch auch. Thank you.